Herzlich willkommen zurück, liebe Apple-Jemaker-Freunde. Es hat lang gedauert, aber es wird mal wieder Zeit für ein Haunted-Horror-Titel. Extra nachts, natürlich. Das einzige Licht, was wir hier gerade sehen, ist vom Bildschirm selbst. Sorg mal für ein bisschen für die richtige Stimmung. Nein, euer Ton ist nicht defekt. es kommt einfach kein Ton. Das hat mich auch ein bisschen irritiert beim Soundcheck. War schön romantisch hier mit Kerzen. Romantik ist genau die richtige Emotion, die man bei einem Haunted Horror Titel jetzt hier erwartet. Ja, Romantik ist keine Emotion, aber ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Wo stelle ich dich jetzt hin? Auch hier. So. Ja, ihr habt es gerade gesehen, supported bei Voodoo Box, ne? Wer weiß nicht, was Voodoo Box ist, der fässt sich einmal so schnell durchs Gesicht und klickt danach sofort auf den Link, den ich in die Videobeschreibung packe. Natürlich ist dort auch ein Link zu dem Spiel und natürlich auch ein Link zu Valgames an sich. Guckt auf jeden Fall überall mal rein. Das Spiel ist auf jeden Fall Gamepad-kompatibel! Das ist das Wichtigste und ja, kurze Zusammenfassung. Was heißt Zusammenfassung? Haunted Horror Asylum hatte ich, oder Asylum, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Asylum klingt, glaube ich, creepiger. Asylum! Ich gucke gerade nebenbei Gotham, da geht es ja auch um das Arkham Asylum! Den ersten Teil hatten wir schon gespielt, das ist schon eine ganze Weile her. Und da ging es um einen Typ, einen Reporter, ich glaube Aiden hieß der, der ein verlassenes Haus im Wald sich angeguckt hat und dort eine Hexe gefunden hat oder den Geist einer Hexe oder irgendwie was, oder den Fluch einer Hexe, ich weiß es gar nicht mehr. Guckt es am besten nach. Der Vergangenheitsmodus kann euch das besser erklären. Link dazu in der Beschreibung. hey, fackel hier nicht mein Kabel ab. Und ja, Haunted Horror Asylum ist tatsächlich das erste Spiel von der Haunted Horror-Reihe, was ich gespielt hatte bisher. Allerdings lief es damals noch, ich glaube, unter Haunted Horror 3 oder so. Ich bin mir nicht mal ganz genau sicher. Auf jeden Fall gab es einen kompletten Reboot der ganzen Reihe. Deshalb hat es auch so lange gedauert, bis ich jetzt den zweiten Teil spiele. Das liegt nicht daran, dass der zweite Teil jetzt gerade erst rausgekommen ist, sondern es liegt daran, dass bis er rausgekommen ist, ich mir einfach so viel anderen Krempel vorgenommen habe. Fakt ist, der Hauptprotagonist vom ersten Teil ist in der Klapse gelandet. Das sehen wir im Abspann. Und ich glaube, ein paar Freunde von ihm hat es sogar noch zerhackstückelt am Ende. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich hätte mir mein eigenes Let's Play vorher angucken sollen. Aber egal, wir wollen ja hier nicht lange fachsimpeln. Das können wir zum Schluss noch machen. Wir springen in den neuen Horror. Oh mein Gott, es ist laut einfach. Das ist mal leiser still. Anstalt von Pennsylvania, März 2008. Oh, das geht schon mal gut los. Ja, Valentine Production. Finde ich interessant, dass da nicht Valgames Production steht. Dr. Shepard, ist alles für die Operation vorbereitet? Ja, Doktor, ist alles vorbereitet und Sie können anfangen. Wer von euch ist der Doktor? Ach, der Typ da hinten. Der da, den hab ich fast gar nicht gesehen. Ich sehe die gar nicht, oder? Egal. Das Medikament hat gewirkt. Gegen die typischen Augenstarre wurden Tropfen verabreicht. Ausgezeichnet. Ich beginne nun, den Bauch aufzuschneiden. Reichen Sie mir das Skalpell. Sehr wohl, Doktor. Wusste ich doch, dass es eine Arzthelferin ist. Nach der Operation wird sich der Patient ängstlich verhalten. Also Vorsicht. Ich mache nun den ersten Einschnitt. Wow, Platsch! Oh, fuck. Toll, es ist Silent. Was ist ein creepy Wort? Silent. Da hätte ich, glaube ich, wieder so ein klassisches Outrage. So, Haunted Horror, Asylum! Der dritte Teil ist wieder das Anwesen. Aber Asylum ist so ein starker Begriff, finde ich irgendwie. Naja, egal. Wie ist denn das Auto in die Lage gekommen, frage ich mich bei so einer Strafe. Was ist hier passiert?
Keine Ahnung, die Straße ist gesperrt. Na super, und jetzt? Warte, ich rede mit den Polizisten. Verzeihung. Marvin, wieso heißt der Marvin? Der ist ja nicht Polizist. Kehrt um! Es gab hier vergangene Nacht mehrere Bäume, die wegen dem Unwetter auf den Boden gerissen wurden. Verdammt, wir müssen dringend wohin. Bleibt euch nichts anderes übrig, als einen Umweg zu nehmen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, der schreit einfach, wenn er schon Marvin heißt. Na gut, danke. Okay, er hat gesagt, wir müssen umkehren und einen Umweg nehmen. Ach, das noch. Ja, es geht nicht anders. Es sind mehrere Bäume umgefallen wegen des Unwetters. Ich glaube, Josie, den Namen kennen wir aus dem ersten Teil, aber Raphael bin ich mir nicht sicher. Hoffentlich schaffen wir es rechtzeitig. Ach, na klar. Wenn wir diese andere Straße... Auch wenn ich diese andere Straße nie gefahren bin, vertrau mir. Ja, guck dir die Kiste an. Der ist im 0, nix da. Völlig egal, wohin muss. Na, dann nichts wie los, Schatz. Schatz. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, was ist denn los mit der Karre? Merkwürdig, wir hatten den doch erst getankt. Ja, am Motor liegt es nicht. Ach, was ist das dann, Schatz? Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich bin Studierter. Dann ruf mir den Pannendienst an. Wenn ich mal Empfang hätte, aber hier draußen gibt es kein Netz. Ja, und was nun? Ich weiß nicht einmal, wo wir sind. Das blöde Navi fiel aus. Warte mal. Was ist das? Ein Tor. Verflucht, öffnet sich nicht. Was machst du da? Da drüben ist ein Gebäude zu sehen. Komm her und schau es mal an. Echt unheimlich. Ich würde da niemals freiwillig reingehen. Das Eingangstor geht nicht auf. Du willst doch nicht ernsthaft in dieses unheimliche Gebäude gehen. Ja, was sollen wir denn noch machen, Josie? Der Wagen springt nicht an und wir können nicht telefonieren und wir stehen im Regen. Ewig lange. Und schon bis auf die Unterbuchse durchnässt. Aber dort nach Hilfe zu suchen, halte ich für keine gute Idee. Ja, du kannst ja hier im Auto warten. Ich versuche irgendwie reinzukommen. Ich frage dort, ob ich telefonieren kann. Festnetz werden die ja wohl haben. Na gut, aber beeil dich. Ist doch besser, wenn einer beim Wagen bleibt. Keine Ahnung, wer sich hier so rumtreibt. Jo, lass deine Freundin alleine im Regen, im Wald, im Wagen. Wer weiß, wer sich hier so rumtreibt? Mach mir keine Angst, Schatz. Jetzt. 3. Das war falsch ausgedrückt, aber du weißt, wie ich das meine. Ja, weiß ich doch. Beeil dich einfach. Schatz! Nimm die Decke vom Rücksitz, wenn dir kalt wird. Der Regen wird wohl noch eine Weile andauern. Pass bloß auf dich auf. Mach dir keine Sorgen. Bin schnell wieder zurück. Tja, irgendwie muss das doch aufgehen. Okay, es ist verschlossen. What? Was zum Teufel? Fahr die Karre rein! Stimmt mit diesem Tor nicht. Das war der Mechanismus kaputt. Na, hoffentlich komme ich wieder raus. Ich will Josie nicht lange alleine lassen. Geht halt auch weiter. Okay, ich wollte gerade einen Schatzcounter einfügen, aber ich glaube, Josie sehen wir so schnell nicht wieder. Was meiner Meinung nach jetzt ist schon eine starke Verbesserung zum ersten Teil ist. Denn dort hatten wir die Panne, dass das Auto, ich glaube, ist nicht abgesoffen. Es ist auch irgendwie abgesoffen. Irgendwas war. Aber wir konnten die ganze Zeit bis zum Auto zurücklaufen, auch wenn wir schon so oft mit der Hexe und anderen Dingen in Berührung gekommen sind, dass es einfach nicht mehr witzig war. Muss ich kurz eine Steuerung ein bisschen anpassen? Also wir haben keine Valgames übliche Hilfedatei. Das heißt, entweder will er nicht, dass wir Hilfe kriegen, oder das Spiel ist uns egal. Achtung! Warnhinweis. Wir treten nur von Personal gestanden. Ich bin Personal. Ein Schloss hängt an dem Gitter. Ah, okay. Boah, das schüttet. Der Typ müsste schon so tot sein. Scheinwerfer strahlen auf das Gebäude. Sind dir sicher? Da strahlt nix.
Scheinwerfer strahlt. Da strahlt überhaupt nichts. Es ist genauso hell wie alles andere. Wenn das Licht sein soll, das ist Strahlen. Psychiatrische Anstalt, nicht ohne Termin. Ja, ist sinnvoll, das hinter dem Haupteingangstor zu packen. Wir kommen auch direkt rein. Ich will noch gar nicht rein, ich will noch draußen weiter gucken. Unheimlich still hier. Aber ich hoffe trotzdem, jemanden zu finden. Mitarbeiter oder ein Arzt, der die Patienten behandelt. Eine hübsche Krankenschwester wäre mir sogar noch lieber. What the fuck? Gerade mal 2 Sekunden von seiner Holden weg. Was rede ich da? Ich habe Josie. Immerhin läuft hier Strom durch das Gebäude, also muss jemand da sein. Wir gehen nochmal raus. Mal gucken. Vielleicht finden wir noch ein Brecheisen oder so. Ja, nee, das schon. Was ist denn da für Schrott? Eine alte Zeitung liegt auf der Bank. Sie ist vom letzten Jahr. Okay. Können wir dashen? Nee, wir können nicht dashen. Ich mag die Grafiken, also die Charakter ist jetzt von den Proportionen halt nicht. Wenn 50% der Figur einfach mal Gesicht ist, das nimmt so viel Gestik einfach, finden die so schön. Aber es war damals zu Zeiten, wo der Maker noch aktuell war, ich glaube, Standard. Viele Zeitschriften zum Lesen, allerdings vom letzten Jahr. Der Weg ist durch das Absperrgitter blockiert. Ah ja. Etwas liegt auf den Stufen, ich kann es nicht richtig erkennen. Hatte ich vorhin ja mal angefangen zu erzählen, ich hatte schon einmal Hunted Terror gespielt, vor, ich weiß nicht wann, also Hunted Terror Asylum, Asylum gespielt. Das löst sich richtig in den Bronchien, genau wie Daiken. und da bin ich nie durch dieses Gitter durchgekommen, glaube ich. Ich habe es nur angespielt, das ist aber schon 5-6 Jahre her. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen schade, dass es keine Musik bisher so richtig aufgetaucht ist. Empfangshalle. Aber vielleicht soll das auch so sein. Hier muss der Empfang sein. Vielleicht hat er einen Mitarbeiter Nachtschicht. Ein Snackautomat. Ich habe leider kein Kleingeld bei mir. Ich habe den nicht angeklickt, der läuft gerade automatisch an die Gegend. Wie verlassen der Raum wirkt. Aber hier muss jemand sein, sonst wäre das Licht aus und der Strom abgestellt. In den Schrank liegen nur einige zugestoppte Bücher drin. East- wie Ostflügel. Die Tür lässt sich nicht öffnen, scheint elektronisch verriegelt. Ein Kartenlesegerät, welches die Tür elektronisch verriegelt. So. Und ich werde es mal nicht verraten, aber woher kennt ihr diesen Raum? Wo habt ihr den schon mal gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den wiedererkennt. Nur ein Klavier, das hier rumsteht. Es sieht völlig heruntergekommen aus. Ein Klavier in der Eingangshalle? Was zum Geier? Feuerleiter? Und Feuerlöscher. Und Notizen. Und was ist das hier? Unsere Patienten dürfen nur mit Termin und Genehmigung des zuständigen Arztes gesehen und gesprochen werden. Ja. Ist ja, Asylum ist ja so eine Art. Ich weiß jetzt nicht genau, hätte ich mich vielleicht mal informieren müssen, was Asylum direkt bedeutet. Das ist so eine Art Nervenheilanstalt, so, ne? Ich guck kurz. Was heißt, ich habe hier so eine schöne Übersetzer-App für den Notfall, wenn ich sie auf Anhieb finde. So, und zwar, ja, nein, hä? Hier steht tatsächlich, kann ich das lesen? Asylum, ne, ihr könnt es nicht lesen, oder? Egal, hier steht, Asylum bedeutet Asyl. Ja, scheiß auf die App. Auf jeden Fall ist es so eine Art Nervenheilanstalt und ja, wir gucken einfach mal, was hier sich so abfällt. Ein Aktenschrank, der aber verschlossen ist. Auf dem Tisch stehen Aktenordner, nichts Brauchbares zu finden. Eine Kaffeetasse. In der Tasse befindet sich ein Rest Kaffee, muss aber schon länger kalt sein. Okay, ich glaube, wenn das schon über ein Jahr her wäre, dann wäre das nicht mehr als Kaffee erkennbar. Ein Wasserspender gegen den Durst, es fehlen allerdings Becher zur Erfrischung. Es steht eine kleine Box unter dem Tisch, nichts von Gebrauch davon. Okay. Oh,
da oben ist eine Kamera. Können wir nichts machen? Können wir gar nichts machen? Nicht? Was ist das? Einige zugestopfte Bücher. Ach so, hier haben wir noch gar nicht geguckt. Also sie heißt direkt Shepherd Anstalt. Ja, Asylum, Anstalt, genau. Anstalt wäre ein guter Begriff, das zu übersetzen. Shepherd Anstalt Karte. Eingang, Westkorridor, Ostkorridor, Nordkorridor, Südkorridor, Keller. Oh mein Gott. Ich muss das mal kurz ausschalten. Okay. Der Keller ist nur ein erbärmlich kleiner grauer Kasten. Der Westkorridor ist ungleich viel größer als der Ostkorridor. Der Nordkorridor ist, das Dunkle ist der Nordkorridor. Und wir müssten jetzt einfach im Eingangsbereich sein. Okay. Aber was bringt uns diese Erkenntnis? Wir können ja noch nicht wirklich was anstellen. Der Weg ist durch das Aschbecken da blockiert. Aschbecken. Oh. Sieht aus wie eine Taschenlampe, was da liegt. Aber ich weiß nicht. Nichts. Was kann ich sehen? Das muss doch jetzt irgendwie. Ah, oh, was haben wir hier? Das hatten wir schon. Zur Empfangshalle und hier. Nichts. Muss doch irgendwas sein. Ich kann doch bestimmt von diesem kleinen Raum aus da irgendwie Türen entriegeln. Box. Tasse Kaffee. Oh, ich kann den Stuhl beiseite schieben. Der Computer gibt Zugriff auf sämtliche Überwachungskameras der Anstalt. Im Eingangsbereich, Korridor 2. Wir arbeiten uns mal durch. Einwandfrei. Eingangsbereich, da waren wir gerade. Können wir die Tür öffnen? Empfangshalle. Also, what the fuck? Das gesehen? Der stand gerade hier direkt vor dem Kartenlesegerät, da war irgendwas. Ich habe jemand gesehen, der an deiner Scheibe stand, Blutfisch mit Hilfe. Okay, das habe ich tatsächlich nicht gesehen, dass da Hilfe stand. Ganz ruhig. Da war nichts. Ich muss mich beeilen. Josie ist draußen alleine im Auto. Guck nochmal. Der Computer gibt Zugriff auf sämtliche Überwachungskameras. Ich sehe jetzt hier nichts. Ich kann dort auch nichts tun. Korridor A2. Da ist jede Menge blutige Pampe kurz vor dem Westflügel. Und er kommentiert es nicht mal. Ich würde hier ganz gerne jetzt die Tür öffnen. Können wir weiter runter? Nee. Ja, und jetzt? Scheiße, was habe ich mich erschrocken. Mich auch gerade. Da kommt einer. Stabil. Der sieht aus wie Marvin. Hallo? Aber ist doch ganz dicht. Danke, sehr freundlich. Um diese Zeit sind Besuche verboten und schon gar nicht ohne Termin. Ich brauche dringend Hilfe, mein Wagen ist stehen geblieben. Meine Freundin wartet draußen im Auto und ich... Hier ist noch jemand. Verdammt, habt ihr gestörten Teenager nichts Besseres zu tun, als in dieser Anstalt herumzuhören? Ich mache gerade meinen Rundgang. Du wartest hier, bis ich wieder da bin. Ist das klar? Moment mal. Warten Sie. Haut er einfach ab. Bleibst du einfach stehen. Was ist mit dem nur? Ist unheimlicher Kerl. Ich warte besser, bis er seinen Rundgang erledigt hat. Schade. Ich dachte gerade, wir kommen... 20 Minuten später? Ah ja. Oh, wo bleibt er denn? Langsam kriege ich langsam keine Lust mehr zu warten. Ich sollte nachschauen, wo der bleibt. Und Josie wartet schließlich auch. Wir können ja mal gucken, ob wir den jetzt in irgendeiner Kamera finden. Bla. Eingangsbereich, ist er da? Ich sehe ihn nicht. A2. Ich hoffe, da ist er nicht. Da sehen wir uns nur selbst. Wie überaus nützlich, eine Kamera von diesem Bereich zu haben.
Okay. Gut. Ja, viel machen können wir ja nicht. Wir konnten ja hier oben jetzt nicht durch. Dann. Ja, den Raum hat er für uns leider auch nicht aufgeschlossen. Der Weg ist durch ein Absperrgitter blockiert. Ja, da liegt was auf den Stufen. Gucken wir mal, ob er draußen irgendwo rumstriezelt. Wo ist der hingegangen? Oh lol, da liegt er. Verflucht. Wieso ist der Wachmann tot? Ja, er muss hier sofort weg. Untersuch den doch mal. Der Wachmann ist tot. Ja, aber der hat eine Karte bei sich. Der Wachmann ist tot. Ja, aber guck doch mal, ob er einen Schlüssel hat. Der Wachmann ist tot! Ja, gut, dann halt nicht. Mein Gott. Fahr ich ein. Oh, das ist ein Zaun. Da geht's gut. Ach ja, wir können hier so komisch schleichen. So vorsichtig laufen, damit wir nicht durch labile Bodendielen krachen. Egal, wir gehen jetzt zu Josie. Ah, wir kommen auch bis hier hin. Was soll ich denn hier auf? Ich stehe ja nicht auf. Verdammt, ich komme nicht raus. Verflucht nochmal, Josie! Es hört mich einfach nicht. Der Regen ist zu stark. Was mache ich denn jetzt? Werf etwas nach dem Auto. Vielleicht hätte er einfach mal einen. Jetzt kommst du mit der Nummer. Ich hab's dir gerade dreimal gesagt. Das war ein Vollpfosten. Vielleicht hat der Wachmann einen Schlüssel für den Eingangsbereich bei sich. Das ist halt ein Wachmann. Wenn der jetzt weg ist, dann bist du selber schuld. Nee, er liegt noch da. Schwein ab. Falsche Seite zum Durchsuchen. Oh. Falsche Seite zum Durchsuchen. Ist das eklig, noch nie eine Leiche gesehen. Und jetzt muss ich den auch noch einen verdammten Schlüssel durchsuchen. Schlüsselkarte aufgenommen. Eine Schlüsselkarte, sonst nichts. Na, immerhin etwas. Ich hoffe nur, das hilft mir weiter. So, fürs Haupteingangstor wird uns nicht weiterhelfen. Bevor wir beim Eingangsbereich nochmal gucken, möchte ich mal hier bei dem Personaleingang schauen. Ach, da hing direkt ein Schloss. Das heißt, da brauchen wir einen richtigen Schlüssel. Da wird uns kein, keine Karte. Oh Gott. Ist der Strom ausgefallen? Vielleicht sind auch nur die Glühbirnen durchgeknallt. Es ist viel zu dunkel. Ich muss irgendwas finden, um etwas erkennen zu können. Das ist vorher noch nicht da. Das her. Warum kommentiert er das nicht? Ist er denn blind? Oh Mann! Oh Mann! Die Tür lässt sich nicht öffnen, scheint elektronisch verriegelt. Naja, und hier ist. Hä? Wie kann die denn elektronisch verriegelt sein, wenn der Strom ausgefallen ist? Hört das nochmal? Nichts. Kann ich hier, kann die nicht aus dem Inventar heraus benutzen. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht doch das Gitter irgendwie aufkriegen. Das liegt. Taschenlampe aufgenommen. Dokumenthandbuch in das Archiv aufgenommen. Handbuch. Ah ja, jetzt kriegen wir die Steuerung. Pfeiltasten laufen, navigieren. Taste Shift, schleichen. Escape, ja. Enter, bestätigen, D, Taschenlampe. Schieben und ziehen. Manche Objekte können verschoben werden. Enter-Taste gedrückt halten, um die jeweilige Richtung bewegen. Ah ja, so machen wir die Taschenlampe an. Das bringt aber herrlich wenig einfach mal. Okay, eine Taschenlampe. Wer auch immer die da hingelegt hat. Und nu? Kann er jetzt mehr sehen, wenn ich so... Ah ja. Was ist das für ein blutrotes Symbol an der Wand? Vielleicht kann ich es berühren. Ja, du lässt es. Ja, du lässt es nicht. Ah. Wir speichern. Gut, dass du es nicht gelassen hast. Also wir brauchen die Taschenlampe, um mit Dingen zu interagieren. Guck mal hier.
Rätselkarte verwendet. Ah ja. Nur mal so als Gag. Ich gehe mal wieder zurück. Ich kann da nicht damit interagieren. Also, weil ich so mache. Ein Kartenlesegerät, welches die Tür elektronisch verriegelt. Wir brauchen also permanent die Tasche. Also lassen wir sie an. Oh, sind wir jetzt Korridor A2, wo so viel blutiges Gesapsche rumlag? Oh ja. Oh Gott, was stinkt hier so? Das ist eindeutig Blut. Beunruhigend viel Blut. Ey, verdammt, was ist hier nur los? Interessant wäre zu wissen, wie alt. Blut trocknet ja relativ schnell aus. Blut befindet sich an dem Rollstuhl. Beunruhigend viel Blut. Westflügel. Zum westlichen Korridor. Wenn er halt sagt, die Zeitschriften sind über ein Jahr alt, fände ich es jetzt schon nice, wenn er sagt, vertrocknetes Blut oder frisches Blut oder rote Farbe. Zimmer 201. Zimmer 202, okay. Hier sind auch Zimmer. Operation Room, Operationssaal. Also das kennen wir schon aus dem Intro. Die Tür ist abgeschlossen. Hier, guck mal. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Oh. Jawoll. Jawoll. Oh Gott. Blut für eine schmierte Schachfiguren stehen in diesem Raum. Ja, ziehen. Oh, wie ging das? Ich muss das mal kurz auf der Tastatur testen, beziehungsweise. Kann ich damit überhaupt irgendwas machen? Das hat wieder was mit Ziehen zu tun. Ah, nee, abbrechen. Na, oh mein Gott! Guck nochmal. Inventar. Nee, Quatsch. Dokumente, Handbuch. Enter bestätigt. Schieben und ziehen. Manche Objekte können verschoben werden. Enter-Taste gedrückt halten, die wir in Richtung bewegen. Okay. Also wenn ich jetzt das Enter-Taste mache, dann sagt er nur, oh, für mich Schachfiguren. Aber ich kann sie nicht bewegen. Tür ist abgeschlossen. Igitt. Boah, Igitt, Alter. Die Toilette ist in einem dreckigen Zustand. Warum bist du überhaupt hier drinne? Der Händeabdruck auf dem Papier. Vielleicht ist es Blut. Nö. Das ist völlig weit hervor. Völlig weit hergeholt, dass das Blut sein könnte. Wer in diesem Raum war, hat die Zahlen 312 an die Wand geschmiert. Der in diesem Raum war, hat. Ah, da steht 312. Merken wir uns mal 312. Das ist vielleicht ein Zahlencode für irgendwas. Ist abgeschlossen. Schachfiguren wurden daran gekritzt. Aha. So sind also Schachfiguren 3, 1, 2. Naja. Ich tipp mal was. Also ich denke jetzt mal, das ist die 3. Das ist die 1. Dann bringen wir. Nein! Können wir das auch schieben? Aber frei. So. Ah, da hat es schon mal geklackt. Komme ich von hier aus denn wieder raus? Nö. Das heißt, wir ziehen um eins und schieben dann um eins. Die Schachfiguren sehen nämlich ziemlich cool aus. Auch wenn das ein bisschen arg weit hergeholt ist, dass irgendjemand solch riesige Schachfiguren hat und dann nur die 3. Hört sich an, als kann das Klacken vom Nebenraum. Mal hier. Da waren die Schachfiguren dran gemalt. Himmel, Herrgott, liegt da einer? Die Leiche eines grauenvoll zugerichteten Arztes liegt hier am Boden. OP-Raumschlüssel aufgenommen. Etwas zerkratzt, aber ich kann OP-Raum darauf lesen. Bist du liest bloß OP, den Rest denkst du dir. Blut und Maden befinden sich im Waschbecken. Oh mein Gott! Ich hab nicht damit gerechnet, dass gleich sowas kommt. Mir ist heute ein Fehler unterlaufen.
beim Überprüfen der Schachfiguren und jetzt sitze ich mächtig in der Klemme. Einer der Patienten ist aus dem Raum 201 entkommen und hat diese Tür zugeknallt. Es gibt von drinnen kein Entkommen, wenn der Mechanismus deaktiviert ist. Bedauerlicherweise ist das der Fall und ich bekomme die Tür nicht auf. Ich kann nur hoffen, dass mich schnell jemand findet oder dieser Raum wird mir zum Verhängnis. Verzweifelter Arzt. In das Archiv aufgenommen. Okay, der ist eingesperrt worden. Aus 201 ist jemand ausgebrochen? 201 war das hier. Igitt, hier ist jemand ausgebrochen? Ja, wir haben den OP-Raumschlüssel erhalten. Also gehen wir dementsprechend auch. OP-Raumschlüssel verwendet. Was ein unheimlicher Raum. Hier möchte ich garantiert nicht landen und operiert werden. Ich bin seit gefühlt einer Stunde hier und habe immer noch nichts erreicht. Hoffentlich passiert Josie nichts. Muss doch irgendwas zu finden sein. Eingangsschlüssel, Telefon, Patienten, weiteres Personal, irgendwas. Aber außer dem Wachmann ist hier keine Menschenseele gewesen. Und der wurde offensichtlich umgebracht. Nur, von wem? Das ist das Erschreckende, wo ich mir Sorgen um Josie mache. Ein Grund mehr, mich zu beeilen. Was für ein OP-Raum. Oh Gott. Auf dem Tisch liegen die Reste von Körperteilen und unerträglicher Gestank. Körperteilen. Punkt. Unerträglicher Gestank. Eine mit Blut verschmierte Säge. Was haben die hier nur gemacht? Hier wurden Operationen durchgeführt. Ein fauler Geruch liegt in der Luft. Aber der Tropf sieht noch frisch aus. So, hier geht's nochmal raus. Die Tür ist elektronisch verriegelt. Okay. Oh mein Gott. Nach der heutigen Operation am Patienten 9 wurden erstaunliche Fortschritte gemacht. Die bisher aufgetretenen Komplikationen sind nun bereinigt und wir können damit beginnen, das Medikament an jeden Patienten zu verteilen. Die üblichen Wahnvorstellungen kommen häufiger und zudem wird Blut ausgespuckt. Wie kannst du diese beiden Sätze hintereinander schreiben? Hey, das Medikament ist safe. Das können wir jetzt an einen verteilen. Die Wahnvorstellungen werden zwar häufiger und es wird mehr Blut gespuckt, aber die Kopfschmerzen sind zurück. Für die Patienten selbst völlig ungefährlich, doch sie glauben, es sei eine Art dämonische Besessenheit. Sie spucken Blut. Aber safe. Da passiert nichts. Das Ergebnis ist ein voller Erfolg. Sie spucken Blut. Was für ein Erfolg. Sie werden irre. Was ist dein Ziel gewesen? Operation Patient 09 ins Archiv aufgenommen. Die spinnen die Ärzte. Seltsame Maschine, die wohl für die Operation benötigt wird. Ah ja, ist klar. Seltsame Maschine. Diverse Behälter, die wohl bei Operationen eingesetzt werden. Serum aufgehoben. Einfach nimm mit, gönn dir. Diverse Behälter. Nochmal Serum. Wie oft können wir ein Serum mitnehmen? Nur jeweils einmal. Okay. Hat uns jetzt ja nur so Medium weitergeholfen. Wir haben jetzt zweimal Serum und einen Bericht. Aber wir wissen immer noch nicht, wo wir weiterhin sollen. Hier ist abgeschlossen. Hier ist auch abgeschlossen. Also eigentlich bin ich der Meinung, wir sollten in den Keller gehen. Dort ist meistens ein Sicherungskasten. Und mit dem können wir den Strom zuschalten. Ich guck mal, ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir lang könnten. Mich fuckt ein bisschen ab, dass diese Musik. Dass sie, wir gehen durch so eine Tür und kommen denn hier wieder raus, gehen durch so eine Tür und kommen da wieder raus. Das fuckt mich so ein bisschen ab, das mag ich tendenziell nicht so. Aber da dieses Spiel keine schnellen Ausweichmanöver von uns verlangt, zumindest noch nicht, ist das jetzt erstmal nicht so schlimm. Tja. What shall we do? Regnet's noch? Ach, er macht hier draußen auch automatisch die Taschenlampe aus. Scheinwerfer strahlen das Gebäude an. Ha, wie können die strahlen, wenn da drinnen alles aus ist?
Ja. Ich weiß gerade nicht, wo wir weiterkommen sollten. Wo jetzt hier durch? Nein, da hängt immer noch ein Schloss. Ah, wir haben jetzt Serum. Okay, können wir damit was machen? Serum. Enthält einen Wirkstoff gegen Angstzustände. Das werden wir bestimmt noch brauchen. Der liegt auch noch da, ist immer noch nicht weggerannt. Der Wachmann ist tot. Okay. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ich denke mal, wir müssen da. Also hier gibt's nichts. Durch das Tor kommt er nicht durch. Etwas liegt auf den Stufen. Ich kann es nicht. Jetzt kann ich es auch nicht mehr erkennen. Vorhin sah es noch aus wie die Taschenlampe, die wir jetzt haben. Können wir nochmal speichern. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht, wo wir jetzt noch weiter könnten. Der Computer ist ja sowieso aus. Bringt uns also auch nichts. Ich will nochmal die Kaffeetasse untersuchen, ob die jetzt älter ist. Das Kaffee muss schon längst kalt sein. Okay. Nur für den Fall, dass wir vorhin irgendwie eine Art Vergangenheitspart gesehen haben mit dem Wachmann. Ist auch nicht noch irgendwo eine Tür versteckt, oder manchmal ist die mehr so. Merkwürdig versteckt Türen. Das Bett sieht ungewohnt sauber aus im Vergleich zum Rest. Oder aus. Blut und Maden. Maden brauchen eine Weile, bis sie da sind. Das haben wir auch schon geklärt. Ist nichts weiter. Was ist denn hier hin? Nisch. Haben wir vielleicht doch im OP-Raum noch nicht fertig? Abgeschlossen. 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 Müssen wir eigentlich nochmal schauen. Reste von Körperteilen. Serum, Serum haben wir. Hier befindet sich ein Schalter mit der Aufschrift Notstrom. Entscheidung, ja. Komm. Ach du meine Güte! What the fuck, ey, da suchst du die ganze Zeit fuchsakribisch nach allen möglichen Shit. Und er reagiert nicht mal drauf. Elektronisch verriegelt, kommen wir jetzt durch? Ah ja. Oh Gott. Ih, was bist du denn? Elektronisch verriegelt. Ich kann mich ja mit dem elektronisch verriegelt. Ängstigend viel Blut auf der Trage. Du bist abgeschlossen. Die Gedärme. Diese Blutspur bedeutet nichts Gutes. Und die auch nicht. Einige Medikamente liegen auf dem Boden. Vielleicht wurde die Einnahme verweigert. Sämtliche Zettel liegen herum, aber sie sind unlesbar. Die Tür ist elektronisch verriegelt. Und schon weiß ich wieder überhaupt nicht, wohin mit mir. Alle Türen verschlossen. Elektronisch verriegelt. Ein Förderscher für den Notfall. Das ist ein Notfall, nimm ihn mit. Das kann nicht wahr sein. Gut, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Alles ist verriegelt. Wir gucken mal, ob hier jetzt vielleicht irgendwas aufgegangen ist. Abgeschlossen. 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 Hier war nicht schon drin. Nee, da muss irgendwas sein. Irgendwas muss hier noch kommen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon wieder bis zum Gitter zurückrennen müssen. Der Laptop ist völlig verdreckt, aber scheint noch zu funktionieren. Ah ja. Mal sehen, ob ich damit was anfangen kann, außer wieder eine Überwachungskamera. Sämtliche Programme, die durch ein Passwort geschützt sind, bis auf eines. Eine Software, die einige Türen verriegelt, wurde
über ein Puzzlesystem abgesichert. Wenn ich das löse, kann ich Türen im Nordkorridor einträgen. Ah, das klingt gut. Ja, dann löse es. Versuche das Puzzle zu lösen. Hä? Hä? Das hat scheinbar nicht funktioniert. Ich muss nochmal. Haben wir was gemacht? Wir müssen die drei jetzt hier irgendwie in der richtigen Reihenfolge anklicken oder was? I don't get it. So richtig schnell ist es noch nicht. Aber so viele Kombinationen gibt es ja zum Glück auch nicht. Geschafft! Damit sollten Türen im Nordkorridor geöffnet sein. Den Laptop brauche ich nicht mehr. Also ich weiß nicht, was wir da jetzt gerade getan haben. Ich habe die jetzt einfach wahllos in verschiedenen Reihenfolgen angeklickt. Eastwing. Geschlossen sind wir überhaupt? Nee, jetzt da zum Osten. Ah, egal, diese Tür ist auf. Wie sieht es denn hier aus, verdammt? Das reinste Chaos in den Raum, aber vielleicht lässt sich was Nützliches finden. Im Schrank befinden sich Medikamente und weitere Behälter. Scheußliches Bild über das Menscheninnere. Es wurden seltsame Markierungen gemacht. Im Schrank befinden sich Medikamente und weitere Behälter. Serum aufgenommen. Medikamente und weitere Behälter. Substanz A. Blablabla, Behälter. Substanz A. In dem Behälter befindet sich Säure. Nachvollziehbar. Findet man so. Was ist hier? Nischt. Hier. Nischt. Okay, gucken wir uns mal die anderen Türen an. Dass er diese Tür, diese Pflanze so völlig unkommentiert lässt. Und auch ein bisschen. What? Da war doch gerade jemand. Ist da gerade jemand? Das hab ich doch bloß eingebildet. Aber vielleicht war es ein Mitarbeiter. Ich werd doch wahnsinnig hier. Ja, hinterher, komm. Hallo, hallo. Oh mein Gott. Saftsarotte, da geh ich nicht rein. Da geh ich hin. Die ist abgeschlossen. Die ist auch abgeschlossen. Lass mich raten. Abgeschlossen. Ja, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Dann gehen wir wieder zurück. Nein, dann gehen wir halt hier rein. Oh, die ist auch abgeschlossen. Was zur Hölle? Ist da drin jemand? Öffne die Tür. Ich werde dir helfen. Keine Antwort. Ich kann auch durch das Fenster nichts erkennen. Es ist zu dunkel. Oh Gott, was war das? Sah nach einer der Schwestern aus, aber schrecklich verstümmelt. Ich drehe noch durch hier. Jetzt geht's auf. Was zum... Was ist die Frau von eben? Alles ruhig hier. Da ist sie doch. Hallo. Hey. Ich hab sie doch vor kurzem im Korridor... gesehen, oder? Seien Sie bitte etwas leiser. Die Patienten müssen sich erholen. Verzeihung, aber ich brauche wirklich dringend Hilfe. Diese Musik gerade, die ist so derbe ultra creepy. Aber ich finde den Detail gerade richtig geil. Seht ihr im Hintergrund hinter das Fenster, da regnet es. Also man sieht den Regen immer. Falls Sie einen Termin haben, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Arzt. Kein Termin oder sowas. Und was machen Sie denn hier? Es sind eigentlich keine Besuchszeiten mehr im Gebäude. Mein Auto ist draußen stehen geblieben und ich benötige ein Telefon. Im Büro befindet sich eins, aber es ist abgeschlossen und dort hat nur bestimmtes Personal Zutritt. Unter anderem habe ich einen Schlüssel. Dann kommen Sie bitte mit, ich muss dringend telefonieren. Ich kann hier nicht weg und muss mich um die ganzen Patienten kümmern. Aber hier liegt doch nur einer. Ich nehme meinen Job sehr ernst. Bitte helfen Sie mir, nur einen Anruf und danach verschwinde ich wieder. Na schön, dann nehmen Sie den Schlüssel zum Ostkorridor. Ich muss den für das Büro dort verloren haben. Na klar. Okay, danke für die Hilfe. Sobald Sie alles erledigt haben, bringen Sie mir bitte den Schlüssel zurück. Und bitte ruhig im Raum verhalten. Die Patienten brauchen ihren Schlaf. Patienten, ich sehe nur einen.
Ja, aber okay, keine Sorge. Wieso mit Bluttropf da oben? Ein Patient im Tiefschlaf scheint in einem grauenvollen Zustand zu sein und sollte bisher nicht geweckt werden. Ein paar medizinische Utensilien. Verschiedene Medikamente. Und medizinische Utensilien. Zum Ostkorridor haben wir jetzt den Schlüssel. Hier, komm. Schauen wir, wo wir gerade hier sind. Nehmen wir das noch mit. Da hatten wir einen netten Pfeil gefunden, der uns dezent auf den Ostkorridor hingewiesen hat. Alter. Himmel, Herrgott. Schlüssel A3 verwendet. Er sagt auch nichts dazu. Irgendwo in diesem Korridor muss der Schlüssel für das Büro sein. Wenn nun nicht alles so unheimlich wäre. Zudem wirkt das Gebäude ewig verlassen, trotz des bisher angetroffenen Personals. Die Leiche des Wachmanns. Plötzlicher Stromausfall, verschlossene und leere Räume. Was stimmt hier nun nicht? Es ergibt keinen Sinn. Vielleicht hatte Josie recht und es war keine gute Idee, die Anstalt zu betreten. Vielleicht hättest du der Krankenschwester auch einfach vom toten Wachmann erzählen sollen. Das Brot? Medikamente. Karton ist nichts zu gebrauchen. Irgendwo hier ist das denn. Auf der Trage liegt ein Blutdruckmessgerät. Vielleicht wurde es vergessen wegzuräumen. Nee. Gucken wir mal hier. Sieht auch wie so ein OP-Saal aus. Blutkonserven. Nur Kartons, nichts zu gebrauchen, Das Klo oder was? Lässt sie nicht öffnen? Naheliegend. Serum aufgenommen. Können wir das irgendwie benutzen? Ich würde das Serum nur bei starken Angstzuständen einnehmen. Ja, oder gar nicht. Das Becken wurde schon nicht mehr benutzt. Länger nicht mehr benutzt. Na klar. Wie ekelhaft, überall Blut. Was ist denn hier passiert? Nein! Du deine Taschenlampe los. Er bewegt sich von alleine. Wir müssen was tun. Oh mein Gott, was müssen wir tun? Oh mein Gott! Verflucht, wer bist du? Wo ist sie hin? Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Sie stand eben noch vor mir. Gott. Mehr Blut in der Dusche. Das war auf jeden Fall irgendwie so eine tote Krankenschwester-Geist-Tante. Irgendwas schwimmt im Klo. Wenn da jetzt der Schlüssel schwimmt. Der ist aus Holz. Holz schwimmt um. Das ist jetzt ein minimal kleines Detail. Aber das ist natürlich jetzt sehr geil, dass ich gehe mal davon aus, die Krankenschwester, die wir da gesehen haben, war wirklich eine Art Geist oder sowas. Und die sagt, der Schlüssel, der liegt wohl da, wo ihre Leiche liegt, nämlich hier. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die blutige Pampe dort in ihrer Leiche ist. Das ist halt bloß die Frage, warum sie uns den anderen Schlüssel geben konnte. Ja, Büro. Wo ist das Büro? Da. Ist Poolraumschlüssel. Es war nicht der Büro, es war ein Poolraum. Was machen die in diesem Pool? Nimm dich unter den Augen. Und auf die CD wurde PWF04 geschrieben. Sieht aus, als habe ich mit Absicht den Computer unbrauchbar gemacht. Klingt so wie Passwort F04. Röntgenbilder mit seltsamen rötlichen Markierungen drauf. Lässt sie nicht öffnen. Im Schrank befinden sich Medikamente und weitere Behälter. Serum erhalten. Nutzlose Kartons. Ja, geh runter. Klar, zieh durch, Junge. Gönn dir. Was ist wohl hier drin? Was macht der Käfig im Wasser? Ohne einen Schlüssel bekomme ich den nicht geöffnet. Ja, was machst du im Wasser? Geh raus da. Widerlich. Die Ausgangstür wurde versperrt.
Das ist cool hier mit dem Regen da hinten. Das ist wirklich ziemlich geil. Nur Kartons. Oh. Es lohnt sich wirklich alles einzeln abzugrasen. Aber da war trotzdem nur Kartons. Da war gerade was. Oh mein Gott. Kartons. Leer. Leer. Wie sind wir denn hier jetzt gelandet? Mille, Mille. Ekelhafter Geruch. Ekelhafter Geruch. Müll. Müll. Oh, ich ahne, ist das so ein... Ja, das ist so ein... Das überflüssiges Schieberätsel. Diese Kartons klingen, als wenn die einfach, keine Ahnung, aus Beton wären, die hier die über den Boden schiebt. Tausend. Gute Frage. Und jetzt? Käfigschlüssel aufgenommen. Seltsam, wer hat ihn hier verloren? Ich mache mir Sorgen um Joes, wie hoffentlich kann ich bald Hilfe rufen und hier raus. Das war jetzt ein bisschen random, dass der hier hinten so rumliegt. Aber okay. Ich bin tendenziell gar nicht mal so ein großer Feind von Schieberätseln. Taschenlampe an, Junge. What, Alter? Ich hab grad einen Vogel gegen geklatscht. Fenster klebt Blut einer Krähe, die dagegen flog. Wir hatten früher mal, wo ich zur Schule gegangen bin, unser Biologieraum am obersten Stock der Schule. Und da sind auch regelmäßig Tauben gegen geflogen. Das war auch so mitten in der Klassenarbeit oder so. Dann klatscht das dagegen und... Oh, Junge. Ich will eigentlich diesen Käfig nicht öffnen, aber er will es unbedingt. Raphael hat echt einen Dachschaden. Was macht der Käfig hier im Wasser? Käfigschlüssel verwendet. Oh, komm, geh rein. Irgendwas ist da drin. Büroschlüssel aufgenommen. Wieso lag der hier drin? Egal, raus aus dem Wasser. Was passiert hier? Bin sofort aus dem Wasser. Ekelhaft. Dass du überhaupt reingegangen bist, du Trottel. Passt das an! Er macht voll die Taschenlampe aus. Ist eine nette Mechanik mit der Taschenlampe. Also, für uns macht es sichttechnisch kaum einen Unterschied, aber für den Charakter halt. Doch. Aber jetzt haben wir natürlich immer noch keinen Büro. Also, wir haben zwar das Büro, den Büroschlüssel, aber immer noch keine Idee, wo das Büro eigentlich. Aber. Wir geben jetzt erstmal der Tante hier ihren Schlüssel zurück. Oh, die steht tatsächlich noch da. Sobald sie alles erledigt haben, bringen sie mir die Schlüssel zurück. Ja, sag hier bloß nichts. Easy, easy, Junge. Gucken wir mal, ist das Büro hier irgendwo? Nö. Ah, da ist das Büro. Da hätte man einen Hint gebrauchen können, aber kommt ja. Endlich! Das Büro erreicht. Jetzt muss ich bloß ein Telefon finden. Warum ist ja alles so blutig? Da ist ein Telefon. Aber es ist kaputt! Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt? Akten, sämtliche Unterlagen befinden sich im Schrank. Serum aufgenommen. Das ist jetzt spätestens der Moment, wo ich rausrennen würde und zur Not über das Gitter klettern würde irgendwie. Und wenn ich mir dabei den halben Körper aufreiße, ob dann raus hier. Ich habe ja dieses Gebäude errichten lassen, um Menschen auf eine abnormale Weise zu behandeln. Niemals darf diese Forschung an die Öffentlichkeit geraten. Es würde alles zunichte machen und das werde ich nicht zulassen. Jeder Mitarbeiter wird dieses Schreiben unterzeichnen und sich damit verpflichten, kein Wort darüber im Privatleben zu verlieren.
Sollte ich mitbekommen, dass sich ein Mitarbeiter nicht daran hält, drohen ernsthafte Konsequenzen und ich stehe zu meinem Wort. Zeichnet Chefarzt Shepard. Moment, geheime Experimente in sich. Vielleicht funktioniert der Computer noch, aber ohne Strom kann ich noch nichts machen. Da liegt ein Schlüssel. Schlüssel 202 eigentlich. Ah ja, Zimmer 202. Findet sich nichts Gutes in den Karton? Nichts Nützliches? Der Kalender ist vom letzten Jahr. War da irgendwas? Nichts zu sehen. Schwester! Wollen Sie Ihren Schlüssel wieder haben? Bla bla bla, wesentlich. Zimmer 202. War hier nicht gerade noch ein Speicherpunkt vorher? Ne, da ist er, genau. Erst stehen bleiben und einen Schluck trinken. Jetzt kann ich mich auch nicht mehr verschlucken. Zimmer 202. Das waren die Medikamente, genau. Schlüssel 202 verwendet. What? Da steht einfach jemand drin. Hey! Und das ist ein riesiger Krater am Boden. Waren Sie hier die ganze Zeit eingesperrt? Hallo? Was ist los mit Ihnen? Ach still, ich versuche die Ursache für den Riss im Boden zu finden. Dr. Shepard wird sehr wütend, wenn er davon erfährt. Wer ist denn dieser Shepard? Ich will doch bloß... Kam das von da unten? What? Irgendwas hat ihn runtergezogen. Hey, ist alles in Ordnung? Ich schätze nicht. Heilige Scheiße! Was liegt da? Sicherung aufgenommen. Klasse. Der abgerundete Kopf des Arztes. Was ist denn passiert? Mitten im Raum befindet sich ein Abgrund. Es wäre zu gefährlich, herunterzuspringen. Ja, nee, lass das mal. Das war die dumme Idee. Geh weg. Wir haben eine Sicherung gefunden. Ich habe keine Ahnung, wohin damit. Haben wir irgendwo einen Sicherungskasten gehabt? Wir meckern schon die ganze Zeit, dass wir keinen Strom haben. Boah. Ich kann mal die Schachtfigur nehmen. Ich kann mal gucken, hier drüben war dieser Notstrom. Ob wir da irgendwo eine Sicherung einsetzen können. Notstrom ist bereits aktiviert für diesen Raum. Jetzt haben wir Maschine. Ja, wo die Sicherung hinbringen. Also wir haben ja jetzt schon recht viele Räume erkundet. Ich guck mal nochmal, ob wir den irgendwo im Eingangsbereich einsetzen können. Ich habe bisher noch keinen Sicherungskasten gefunden. Wenn es nichts Direktes. Guck mal hier. Ja gut, das ist der Wasserspender. Und das waren Aktenschränke. Ich dachte jetzt, das waren auch irgendwie Geräte. Ist wahrscheinlich noch nichts passiert. Nee. Zum Korridor A3, da waren wir schon. Büro. Alle anderen Schlüssel haben sich verbraucht. Ich gucke mal. Ich glaube nicht, dass wir die Möglichkeit haben. Ich gucke mal, ob wir hiermit durch den ganzen hinten durchkommen. Passiert nichts. Ja, wo jetzt hin mit der Sicherung? Da fehlt jetzt jeglicher Hinweis. Taschenlampe machen. Hm.
sehen wir da irgendwo etwas mit Korridor A3 zu stehen. Nee, keine Chance. Aber wir können hier mal gucken. Ich glaube, den Westkorridor, den haben wir komplett erkundet. Ne, da sehe ich noch einen Raum, in dem wir nicht drin waren. Bin mir nicht sicher, ob das direkt so ein Raum ist, aber gucke mal. Aber das waren die vier Zimmer, wo auch die Schwester drin stand. Und, ich finde es ein bisschen unplausibel, dass der Operationsraum zwei so große Korridore miteinander verbindet. Okay. Und zwar habe ich gesehen, dass hinter dem Raum auch noch ein Raum sein muss, laut Karte. Also hier irgendwie? Nö. Die vier Räume sieht man direkt. Hier war das Büro. Also drüben war auch noch ein bisschen, ne? Uff. Wo bringen wir die Sicherung ein? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, wir machen hier für heute erst einmal Schluss. Mein Getränk ist alle und das war jetzt pipi genug. Also ich finde die Atmo wieder ziemlich krass. Ich finde immer noch diese Auswahlmöglichkeiten zwischen, ja, da schwimmt was, reingreifen oder nicht reingreifen. Und im Endeffekt muss man immer reingreifen, um die Geschichte fortzuführen. Finde ich immer so ein bisschen schräg, aber ich wüsste selber nicht, wie man das besser macht. Außer die Entscheidung wegzulassen und es ihm direkt machen zu lassen. Okay. Ansonsten, ja, der Charakter hätte ja mindestens die Schwester mal fragen können, ey, da ist ein Wachmann gestorben und hier ist alles voll creepy und kommen Sie bitte sofort mit mir mit. Na, aber er scheint Schisser zu sein. Das ist okay. Wir belassen es erstmal hier für heute und spielen beim nächsten Mal weiter. Vielleicht lasse ich es auch. Auf jeden Fall finde ich die Atmo ziemlich deep und ich finde es ein bisschen gruseliger als den ersten Teil einfach weil es eine Anstalt ist. Anstalten sind immer unheimlich und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn wir der Sache hier weiter auf den Grund gehen. Und bis dahin sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Modo. Macht's gut.